Mutter, der Mann mit dem Krux ist da. Na, so, das ist so. Mein Pokémon-Trainerorden. Steppert, hör auf! Luft, komm dein Vater her. Keine gute Idee. Freunde der Unterwelt, Marian, herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen, aber feinen Video. Ich sage immer klein, das war feines Video und damit voll lang. Auf jeden Fall, wir sind heute Oliver, Merkarus, Bienchen, vergessen wie sie heißen. Der Höhlenmiche ist das. Das ist der Höhlenmiche. Und du bist der? Valentin. Der Valentin, das merkt man. Valentin ist genau, wir sind heute eine große Familie. Eine große Familie à la eng, feucht und dreckig. Merkarus hat irgendeine schöne, enge Höhle für uns geplant und dann noch eine zweite, wo ist denn, wie heißt dieser Teufelsschacht oder Selbstmordschacht? Wie heißt der? Verjüngungsschacht, glaube ich. Verjüngungsschacht, das heißt, wenn wir da durchpassen, werden wir wieder jung, oder wie? Wahrscheinlich. Okay, also heute wird es wirklich eng, feucht und dreckig. Wir haben einen Helm zu wenig, das heißt, ich werde heute ohne Helm herumgrauen. Ich weiß, eine beschissene Idee, aber ihr kennt mich eh. Ich habe immer noch scheiß Ideen, von dem her ist es eh wurscht. Oliver auch mit am Start? Ich berichtige, das ist der Verzweiflungsschacht. Ah, noch besser, Verzweiflungsschacht. Aber mit denen dann meiner Seite verzweifle ich oft. Von dem her ist eh wurscht. Olli Schatz ist auch mit am Start. Und du, Oliver? Was ist mit mir? Weißt du schon, aufs Umbringen wieder? Ja, natürlich. Wir werden jetzt mal wieder den Weg dorthin versuchen zu absolvieren und dann melden wir uns später wieder, wenn das heißt eng, feucht und dreckig. Illegal? Nein. Ist scheißegal? Senegal? Was wird das? Und Puppe da. Du bist in den Arsch drin. Ich hab's. Boah, riech ich mal. Geschafft. Heute wieder ganz im Motto von eng, feucht und dreckig. Zeig mal her, Marco, was hast du da Schönes? Was ganz was Tolles. Geil. Es haben schon von euch so viele gefragt wegen diesen Westen. Diese Westen sind eigentlich Eigenproduktion und nicht in unserem Merch-Shop. Aber viele von euch haben schon gefragt, diese Westen sind zwar spurteurer, aber halten so beschissen viel aus. Also wenn jemand Bock hat von euch, schreibt es gerne in die Kommentare. Das bekommen wir sicher irgendwie hin, dass wir die auch in unseren Merch-Shop reinhauen. Gerade runter. Gerade runter? Na gut. Gerade runter. Schon wieder mitten durch die Bumper. Eigentlich ist das ein Moment, wo man sich aufregen könnte. Du kannst deinen Rucksack auch geben. Dadurch bin ich nicht schneller, das weißt du. Ich sehe nicht, wo ich hinsteige. Ah, da wird sie da schon eng. Yeah. Ekelhaft. Ich hau noch fix an Oliver am Kopf. Ja, dann kannst du umgehen, ja. Knapp was. Ja, du bist immer schnell. Wir wussten nicht, dass dein Zaun ist. Was heißt der Zaun? Ja, keine Ahnung, wir waren jetzt gerade. Sie können illegal gehen. Wenn wir wahrscheinlich weiter vier gegangen wären, wären wir umgegangen. Ja, da kannst du umgehen, ja. Weiter fuhren. Anscheinend sind wir wo einbrochen. Das wir, wir sind wir gerade wieder ausgebrochen, ja. Wir sind aber unabsichtlich wo einbrochen, das haben wir nicht gewusst. Alter, schon wieder extrem den Berg runter. Es ist jedes Mal ein Suizid, schon da runter zu kommen. Nicht, dass wir runter rumgehen, nein, da quer durch. Hm. Du musst das wieder raufgehen. Wahrscheinlich. So. Nie wieder mache ich den Dreck. Oh Gott, ich bin in. Oh Gott. Der Arsch, wenn alles nass ist, mit 5000 Rucksäcken da. Easy. Ameisenhaufen! Wie steppert? Jetzt tue ich mal fix weh. Okay, geht schon.
Easy! Minuten! Mich hat es fast nicht aufgesagt. Nur der letzte Schritt war ein bisschen. Das ist so schwer, das ist gut. Wieso nicht Gams? 6. Bis der was? Größer als gedacht? Noch. Und die wird dann schon eng drinnen, oder wie? Ja. Geil. Niedrig. Sie ist nicht röhrenförmig, sondern eher geht in die Breite. Aber es ist halt ein bisschen niedriger. Hinten hast du eine schöne Kammer. Es wird extrem viel Sinterformationen geben. Stalaktiten, Stalagmiten. Und interessieren nur ganz enge Passagen, wo wir uns durchzwängen können. Tja, schön, wenn man drei Helme hat und zwei davon schön im Auto liegen und das Auto aber gerade beim Pickerl in der Werkstatt steht. Jerry, kannst du mir die Lampe einschalten? 8 Sekunden lang drücken. Also 8 Sekunden, nicht nur 5. War echt cool. Du bist ein Schatz, Jerry. Du bist ein Schatz. Auf jeden Fall, du bist da. Komm, da geht's rein. Und da können wir es selber umwickeln. Also, das ist ja der perfekte Platz eigentlich für Höhlenmenschen eigentlich. Ja, wirklich. Es ist so lang. Du willst ja nur so viel wie der Zement, sag dir, was man essen. Ja, das stimmt. Bisschen mehr. Naja. Hängt der andere Teil auch noch? 10 Kilo. Ja, okay. Da unten ist das Original. So. Das war so geil. Der Jerry hat so mal gesehen, wie viel hat der aus? Und der ist auf 100 Kilo und so. Ja. Wir zusammen haben eh 100 Kilo zusammen. Ja, ich 62 und der Zement sagt 40. Das sind 100? Mit dem Wasser warst du schwer. 25 Meter abseilen. Also abseilen, so Schrägschacht nach unten. Von unten wartet dann eine Halle voller Jungfrauen auf uns. Marco, soll ich als erstes gehen und auf Seil vorbereiten? Ja, jetzt wieder, er will erstes zu den Jungfrauen. Damit wir vielleicht vor. Tun nach nach oben. Ja, aber das gespannt ist wieder. Ja. Aber ist schon so kalt. Ja, bei mir auch. Brrrr. Habe ich einen Karabiner mit? Ja, im Rucksack. Im Rucksack, nein, ich nehme mich auch im Rucksack. Wurscht, dann machen wir es so. Wem gehört die? Gehört den Markus? Gehört den Markus? Hat der nicht? Wurscht, das habe ich im Markus eine. Das ist nicht meine Kappe. Ja, dann wird es den Markus gehören, oder? Ich glaube schon. Ja, du passt. Ich kenne mir schon meine Kappe. Markus. Markus? Wurscht. Er hat gesagt, ich darf es verwenden. So, der Markus ist durch. Ich gehe jetzt weiter. Gut. Das ist meine Anschlusskappe. Ich schaue aus wie üblich. Ich schaue aus wie der Markus. Wie von Zara. Ja, wie von Zara halt. Nur mit Schnauze ist ein bisschen schöner. Jawohl! Ja, Halleluja! Vielleicht gehen wir die Knieschützung mal am Arsch und legen sie mal hier. Freunde der Unterwelt! Ich muss ja euch wieder filmen. Oh, Urleibern mit den Knieschützer! Urleibern der Partie! Ja, schaut knackig aus! Gefällt mir. Gefällt mir. Du auf den Knieschützer runterrutschen, ich will leibend. Gesicht voraus oder Gesicht zum Schluss? Nein, Gesicht voraus ist eine schlechte Idee. Ach so. Die hast du es gehört? Die will mit Gesicht voraus da rutschen, die ist ja hinig. Bist du so im Kopf wegen mir, oder? Ja. Schön. Steppert! Hör auf! Ja, alles gut, ja, komm noch. Ich sollte wieder raufkommen. So scheiße. Ich hasse mein Leben. Können Sie mich raufziehen an Bergeaktion? Ja, das geht schon. Fuck. Ich hab die Knieschützer am Oberschenkel. Das ist schlecht. Sind Oberschenkelschützer. Oberschenkelschützer sind scheiße. Du, es gibt viele Menschen, da passen die nicht einmal auf die Oberschenkel drauf, wenn es Platz an. Das
Oh, ich habe gerade einen spitzen Stein in der Schulter. Nicht so sexy. Oh, jetzt weiß ich, was hier weiter mit Eng geht's da. Ah, bitte was? Das ist easy. Kopf zuerst. Hallo? Hey. Weiser Mann! Hallo! Oh. Hi! Ich glaube, ich bin dreckig geworden. So das Gefühl. Aber irgendein Stein in meinen Rücken reingedrückt. Oh, schön. Das ist nicht geil. Jetzt habe ich Knieschützer. Jetzt brauche ich Rückenschützer. Oh, schon. Oh, dieser Neumann. Du kannst dich zu mir setzen. Michi, du kannst kommen! Jetzt geht's. Ja. Du trägst. Was sagst du meine Anschlusskappe? Ich weiß, hab ich gesehen. Geil, gell? Ja. Ich hab die auch geschrieben. Eine gute Marke. Ich wollte den Oliver seine nehmen, das ist gut dünn, die Sticker. Du so Oliver seine schon grün drinnen. Hab ich die Tipps nicht gekriegt? Weil du so schlank bist, dass du so schlank. Willst du damit sagen, dass der Michi blad ist, oder was? Nein, aber du bist viel schlanker. Du bist ein Ungustl. Ja, der sagt beinahe, du bist blad. Jetzt war es ja nichts mehr schon. Ist ja traurig, ist ja gekränkt wegen dir. Ja, Michi kommt gerade. Ich glaube, ich schaff's nicht. Probier's mit dem Kopf vielleicht voran. Ich weiß nicht, ob ich da beim Hängermagen den Kopf voran. Na oder du gehst auf und holst die Schaufel, was ich hab, die schwarze, und die tue mal ausgraben. Weil die bringen wir da auch einer. Ich glaube, es muss nicht sein. Soll ich mal runtergehen zum Oliver? Oder magst du mal vorgehen? Ja, ich gehe mal. Oder gehst du? Na, der Markus, du tust graben, oder? Ja, ohne Schaufel ist halt blöd. Ja, dann grab. Geh so. Meine Freunde. Oliver, kann ich die Steine runterhauen? Der Weste zieht sich da rum. Also Markus, bei allem Respekt, selbst wenn du es oben ausgrabst, da unten kannst du nichts ausgraben. Und es ist genauso eng. Okay. Oh. Erst, wo sind? Wo sind wir da? Was machen wir da? Boah. Schaut euch das an. Stalaktiten und Stalagmiten. Und wie heißen das, Zahnbachsen sind? Stalagnat. Stalagnat. Stalagnaten. Oh. 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 Mama, wieso hast du mir nicht irgendein Instrument beigebracht? Das ich weiß ich nicht. Musik spielt oder sowas. Fuck, die wandern. Der nächste kann kommen! Ja. Hast du mich schon mal? Ja. Ich habe nur eine Hand zum Festhalten. Aber das schaut so cool aus mit deiner Unterkappe. Dankeschön. Geben wir Mühe. Schau, was ich dir für Schätze gesammelt habe. Die Stepper, die wirklich alles abbrochen schon, gell? Ja, das ist alles rund, der ist auch geil. Ja, Wahnsinn. Das ist eh von so einem Ding. Mhm. Wahnsinn. Unten ist schon schön, aber diese Engste mag ich nicht so. Ich finde die geil. Du schaust aus wie so von einer Spezialeinheit. Ich bin nicht die Jäger, ich bin die Jäger. Die Höhlen, was heißt Wege eigentlich? Wege heißt weniger. Weniger. Wege. Wir sind die Jäger, wir sind die Höhlen. Sturm? Nein, wir sind die Höhlen-Spezialeinheit, die HSE.
HSG. Die HSESG. Die Höhlenspezialeinheit Supergeil. 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 Kennst du das nicht im der Superbad-Movie? Danke, danke. Runter. Genau, jetzt zum uns her. Da kannst du dich hinstellen, ja genau. Und das Stück, wo ich gerade bin, rutscht nach oben. Ist halt zu schön. Jerry, ja. Du kriegst von mir 5 Euro, ja? Wenn ich da drauf spuck und du setzt dich drauf mit der nackten Arsch. Und ob's reinfahrt. Ich habe einen Gürtel an, leider, Oliver, das geht nicht. Ja, ich auch. Okay. Und wie ist es gewesen für dich? Okay. Es ist immer zu wissen, dass man nicht weiß, was ist, schlimmer, wie wenn man es so macht. Also, es ist okay. Aber wir wollten es eng, feucht und dreckig. Ja, das ist aber gut. Aber geh aus der Schussbahn von den Steinen da raus. Sicher, sicher. Scheiße, ich bin ins Gesicht gebrochen. Wurscht. Küssen wir uns. Jonathan, ich hab voll die Schätze gesammelt. Was hast du denn? Da, schau. Bunte Steine. Bunte Steine. Oh, sind alle schon angesprochen gewesen, ne? Oh, der ist echt cool. Genau, so, das ist so mein Pokémon-Trainerorden. Das ist der, ja, so der Steinorden. Ist also, das. Und schnapp sie mit dir. Schnapp sie mit dir. Was? Der ist auch cool. Ich weiß nicht, wie man erwachsen lebt. Halbe Flasche Luft. Komm, dein Vater her. Komm, wir spielen eine Runde Flaschendreher. Hänge mit der Gang, auf der Vagas nehmen. So, Freunde der Unterwelt. Wir haben jetzt wieder eine kleine Geschichtsminute mit dem lieben Markus, mit dem Merkarus. Ich versuche heller zu drehen. Heute geht es um Stalaktiten, Stalagmiten, Stalaktaten und... Stalagnaten. Genau, Stalagnaten. Also lieber Markus, was kannst du uns über diese wunderschönen Felsformationen und hängenden Brüste, Tropfsteine, wie auch immer, erzählen? Ja, im Prinzip, wie kommt sowas zustande? Die ganzen Stalaktiten, Stalagmiten sind Tropfsteine. Die Tropfsteine entstehen grundsätzlich aus Kalk. Das ist nichts anderes, wenn du jetzt bei der Wasserleitung zum Beispiel, wenn du duschen gehst oder was auch immer, hast du immer Kalkflecken. Und das ist im Prinzip nichts anderes. Das ganze Wasser, was da oben tropft, das enthält Kalk. Und wenn das jetzt, und das Wasser verdunstet, und das, was übrig bleibt, ist der Kalk. Wenn das jetzt hinunter tropft, so wie da zum Beispiel, da haben wir ein Stalaktit. Da ist der Wassertropfen. Wenn er runtertropft auf diesen Teil, das ist das Stalagnat, dann verdunstet nach einer Zeit das Wasser und der Kalk bleibt übrig und das somit wächst das von unten. Das ist ein Stalagnit. Stalagnit, Entschuldigung. Genau, Stalagnat ist ein Zahnwachs. Genau, Stalagnit. Und wenn der Kalk übrig bleibt, wächst es von unten nach hoch. Oben ist es genau umgekehrt, dann bleibt der Wassertropfen vorhanden, das Wasser verdunstet. Und der Kalk bleibt übrig. Und deswegen wächst es von oben nach unten. Und wenn beide zusammenwachsen, wie hier zum Beispiel, dann ist es ein Stalagnat. Und also am Anfang hat das, genau, war das, dann war das und dann wächst das. Stalagmiten, Stalagnaten und er gehört zu den Platten. Also, Freunde, das war's mit Geschichtsstunde vom Herrn Merkarus. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Wir haben heute einen sehr schlechten Tag, weil wir eigentlich nur Blödsinn daher reden. Das ist heute ganz schlimm. Ganz schlimm. Aber ja, wir werden jetzt mal weiter kräuen, weiter klettern und dann schauen. Auf jeden Fall wird es. Gib mir auch drauf. Wo ist eng da? Auf jeden Fall wird es eng, feucht und dreckig werden. Was machst du da gerade? Jetzt sind sie auch drauf. Von oben! Schaut es wieder aus wie für die Rehe. Jetzt kriegst du das Höllenbier was. Na lecker. Und wie so Zombie, so. Kannst du dich erinnern? Ich sitze mich die ganze Zeit mit meinem Arsch auf dem kalten Boden. Kannst du dich auch an die Zwingburg erinnern, wo du mit dem Arsch auf dem kalten Beton gesessen bist? Mhm. Und dann habe ich den Schiss bekommen. Und hab reingeschissen. Aber da war es eh wurscht, weil er alles voller Scheiße war. Wir waren in der kalten Illusion und er hat wirklich Dünnschiss gekriegt und hat dann dort in die Röhre reinscheißen müssen. Ich bin einmal vorgegangen und war in einer Sackgasse und ich habe dann durch seine Scheiße durchdürfen. Du hast dann eh drunter geschrieben unter dem Video damals, wenn der Scheißgeruch so richtig macht. Du so. Gut, gehen wir weiter. Da geht's nicht runter. Ja, was ist denn das für eine Mutter? Der hat die nächste Geburt. Alter, wenn du einmal aufstehst, hast du den ärgsten spitzen Stein im Rücken drin. Schau dir meine Hand einmal an. Mit meiner Anstoßkappe vor allem. Aber die hilft wirklich was, Leute. Das ist eine Anstoßkappe vom Feinsten.
Also, ich sag's gleich. Hört ihr mich? Ja. Es ist sehr verbrochen hier drinnen. Ich sag's euch. Seid froh, dass ihr den ganzen Scheiß nicht hört, was die reden. Ich nehme mein Handy da, weißt du? Bitte? Ah, warte noch. Bin gerade am Suizid. Oh Gott, ich will nicht mehr. Ah, Mila. Mila ist mein Cutter, Freunde. Der Mila schneidet dann dieses Video. Wenn ich es überlebe, versteht sich. Gut. Fick die Hände. Jetzt krieg ich die Panik gleich. Fuck. Gut. Da geht's nicht weiter. Kann man da unten drin rein, gell? Scheiße, jetzt muss ich rückwärts raus. Fuck. Oh mein Gott, ich muss rückwärts raus. Keine gute Idee. So. Seht ihr mich, Freunde? Wenn ihr mich jetzt seht, macht das nicht nach. Vor allem nicht mit so einem Anschluss gehabt. Aber ich muss sagen, dies wäre das angenehmer. Weil, ohne Scheiß, mit einem Helm hättest du da keinen Platz. Fick doch die Hände. Und da war noch eine Arschloch-Sackgasse. Riesig, aber das ist auch keine Seite, die was ist. Jerry, was ist das? Geht scheiße. Du bist ja wirklich? Ein bisschen. Du warst ja. Hast du was gewusst, oder? Was? Das ist naja, das ist der Endraum da. Da geht es noch ein bisschen weiter und ich glaube da und das war, aber das ist der Endraum, mehr ist nicht. Also mehr ist nicht. Mehr ist nicht. Nein, nein, wow. Da sind wir jetzt am tiefsten. Na gut, dann Markus, viel Spaß mit Einigrein. Ja, aber sowieso. Kann ich wieder drinnen umdrehen? Nein, so bist du eingekreist, dann musst du wieder rausgreifen. Also viel Spaß. Na geht schon, mach. Ja, bleibt in der Rinde natürlich ein bisschen liegen. Ja? Ja. Und durch die Festigkeit setzt sie das. Und damit immer hin. Weil vor zwei Jahren war das nicht. Also ich sehe das Ende schon. Nein. Da wo du gerade bist, da bin ich noch durch. Ernsthaft? Ja? Nein, das möchte ich links runter, rechts rauf, da bin ich durch. Nein, das möchte ich aber nicht. Langweilig. Ja, ich weiß. Bist du etwa? Ja, alles cool. Oh, das ist so eng hier. Boah. So, gut, ich mache mal Base, Freunde. Ich muss Licht und Akku sparen. Ich bin ein Kind von Mila. Nur ein kurzes Protokoll fürs Video. Der Oliver klettert gerade hoch, weil er so dringend pissen muss und er nicht in die Höhle reinpinkeln will. Das heißt, den Oliver verlieren wir gerade. Aber wir haben da unten noch ein kleines Loch in unsere Richtung und dann habe ich selber keine Ahnung, wie es da weitergeht. Du gehst auch noch eine? Ja, ich gehe auch noch. Viel Spaß dabei. Danke. Beim Sterben. Ja. Ah, mir schneit das auch schon ein bisschen. Ja, es tut echt weh. Ah, leck doch. Mir tut gescheit weh. Aber Knieschützer sind Gold wert. Es ist so geil. Komplett plattig. Ja. Und Stufen. Geil. Ah ja, wirklich. Habe ich auch schon noch nie gesehen. Bauschutz von der Steinzeit ist das. Das ist ein viele immer neue Sachen, ja. Wirklich. Schicht. Aber die Höhle ist schon schön. Also. Ja, das schon. Du hast nur ein Lehm. Das ist nur nicht normale Lehm. Und ah, ja, da stimmt. Hast du die Platten. Das ist wie. Geil. Das schaut aus, wie wenn das irgendwie. Ich meine, ist nicht, aber es schaut aus, wie wenn das ein Beton wäre oder so. Ja, so Sedimente halt. Ist das Steinplatten oder was? Nein, das ist. Das Kalkding. Das sind Kalkgeschichten. So wird das so. Aber dass das so gerade ist. Wahnsinn, ja. Dass das wirklich so komplett gerade ist, schaut aus wie planiert. Also Stand der Dinge, dass da unten ist wirklich alles voller Lehm und weiß ich, ob man sieht, ganz so kurz antippen mit dem Bildschirm. Ja, genau. Seht ihr das? Ja, genau. Jetzt sehe ich mich nämlich selber. Das ist so richtig gerade. Das ist kerzengerade und schaut aus wie so richtig schöne Kalkschicht da drin. Das ist so richtig schönes Naturschauspiel da drin. Also man gräut in irgendwelche Höhlen rein und lernt nie aus. Und der Oliver ist schon halb oben, der brunzt sich schon halb da an die Arme. Da sieht man eine komplette Platte, komplett gerade. Welches Material, keine Ahnung, kann aber wahrscheinlich nur Kalk sein. Man sieht auch, dass da mehrere Schichten sind.
und darunter reines Lehm. Ich wünsche dir viel Spaß beim Aufgreifen, gell? Dankeschön. Ich schicke dir alle mögliche Kraft. Die ist immer noch beschäftigt da unten. Ja, so höllisch. Nein, ich bin da voll fasziniert von dem. So, ich muss. Das ist nicht kaputt. Da wird das Bernsteinzimmer sein. Das ist urgeil. Knieschützer sind echt Gold wert. Pack ich einmal gerade mein Handy so in meine Hüfte reingehe. Ah, es tut weh. Ah, okay, schön. Alles ist lehmig da. Schaut euch das mal an. Das ist so schön hier. Also, so gruselig diese Höhle auch ist, sie ist wirklich verdammt schön. Ja, sieht gut aus. Alter. So, gut. Ich bin gerade bei diesem Maul da. Jetzt wird es wieder schön eng werden. Na ja. Geil. Alles dreckig hier. Schaut knackig aus. Ja, muss ich auch gut. Das Problem ist halt, Freunde, wenn man solche Höhlenerkundungen macht und man braucht ein Seil, das Scheißseil muss man da wieder mit hinausbekommen. Und das ist manchmal gar nicht mehr so einfach. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, meine Junge, das weiß ich ja. Und der Mann mit dem Fuck! Koks ist da! Oh. Wir sind knackt auf! Oh. 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 Ah, sexy, jederzeit wieder. Ich liebe es. Und wie fühlst du dich? Ah, oh, es geht. Da drinnen. Ich finde das super da. Ja, ich weiß. Sag mal ganz besonders. Oh Gott, das ist ja noch urweit. Ja. Andere chillen am Sonntag oder gehen brunchen. Wir sind am Sonntag. Hast du dir diesen Sonntag anders vorgestellt oder? Zwischenzeitlich, aber eigentlich auch nicht, weil ich weiß, dass... Weißt du eigentlich, dass ich dich liebe? Ich liebe dich auch. Ich frag dich hier und jetzt, warte. Möchtest du mich heiraten? Steckst du mir irgendwo rein? Ja, da. Sieht man das? Du hast noch nicht Ja gesagt, du blöde Kuh. Ja, hab ich gesagt. Ja, sie hat Ja gesagt. Ich hab gestöhnt. Mein Kopf ist im Weg. Jetzt ist Hunger raus. Fuck, das ist eng. Und dein Arsch, wenn du jetzt einen Schad lässt. Nein, ich bin gerade zum Stimmt, bei diesem Start, das kommt was mit, gell? Nein, weil es vorher Angst schießt. Vielleicht doch, weil Angst. Schaut mal, Freunde. Das und vieles mehr seht ihr auf OnlyFans. Der Link ist in unserer Bio.
Oh. Bist du deppert, Schatzi? Alter, hey! Ja, Schatzi! Was ist? Du musst sagen, wenn du die Scheide wegklickst, drückst. Na, hör auf! Bitte sag doch was! Ich hab sie gespürt. Ich warte mal. Warum. Geht's bei dir, Markus? Ja. Das Zeug hab ich jetzt so gekriegt, dass man... Emma! Bleib stehen, bitte! Ja, bleib stehen! Ich stehe jetzt. Ich bin vorher gelegen, deswegen. Ich habe mich nicht mehr bewegt. Ja, merkt man gar nicht. Gib den Kopf da rein, dann soll es aufgehen. Irgendwie. Also ich kann vor, nur ich habe Angst, dass ich da irgendwas ins Gesicht schmeiß. Nein, ich habe einen Helm auf, du nicht. Geh du vor, okay. Und... Du kannst, da wo ich gerade war, da kannst du dich schön verstecken, theoretisch. Ja, weil die kommen nämlich da runter, da steck ich vor, geh direkt gut rein. Gut. Sie gehen mir auf die andere Seite. Also, und da passiert dann. Mit einer Hand heraufgerollen. Ist ja noch geschissen als... Mit einer Hand da oben drin. Ich hab mit einer Hand raufgerollt. Oh, easy. Geht schon, Markus. Die Frauen in Niederösterreich, die streiten sich um dich. Wirklich. Was ist da? Ja, jetzt geht's. Ja. Wir sind froh, dass wir draußen sind, oder? Ja. War wie immer ein geiles Erlebnis. Gute Partie, aber passt auch, oder? Passt super. Safety first. Ja, das ich bin auch der ruhig, zehnmal so lang sein können, die Scheiße wieder. Und das noch enger lang. Und leibern dann. Oben sagt gut. Boah, es stinkt bis darauf. Lebt die Kappe schon, ja, gell? Da rangehen müssen, weil... Ich kann es nicht anders einstecken. Ein...